Hello and happy welcome to Sundays with Mila. Mila, bin ich? Fangen wir an, erstmal vielleicht mit meinem Outfit heute. Es ist das gemütlichste Set ever. Ich habe das von neu bei Naked bestellt. Was nie fehlen darf, sind meine Hausschuhe. Und jetzt gehen wir direkt über zu meinem kleinen Haul von meinen neuen Sachen, die ich sehr lange auf der Wunschliste hatte und jetzt bei mir zu Hause eingezogen sind. Bevor ich damit starte, wollte ich einmal sagen, was ich alles geplant habe eigentlich in Zukunft. Und zwar würde ich gerne den Vlog so kurz wie möglich immer halten und verschiedene Themen immer machen, damit ich umso öfter einen Vlog mache. Vlog. Und deshalb schreibt mir gerne all eure Ideen oder alles, was ihr euch wünscht. Ich dachte sowas wie ein Sundays mit Backen, einmal ein Sundays mit Kochen, einmal ein Sundays mit meinen liebsten Spring Outfits, ein Sundays mit meinem Zuhause oder ein Q&A von meiner Arbeitsecke, Living Room oder Küche oder was auch immer. Also ich bin überaus motiviert, wie ihr merkt. Und jetzt geht's los mit dem Haul. Meine neuen Haul-Sachen, die ich mir geshoppt habe, die wirklich sehr lange auf meiner Wunschliste stehen. The prettiest of them all. Das sind die schönsten High Heels. Ich habe die seit wirklich letztem Jahr, Oktober. Ich wollte die eigentlich schon zu Neujahr, aber die sind natürlich ein bisschen teurer und deshalb musste ich mich lange ringen. Und jetzt habe ich einen Code gesehen und habe sie mir bestellt. Allein der Staubbeutel ist schon so wunderschön. Wait for it. Der Absatz ist so cool. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr ready für After Lockdown Life. Sie sehen so cool aus. Ich möchte Cocktails trinken, Margaritas, Martinis, Litchi Martinis. Ich möchte einfach wieder am Leben teilnehmen. Des Weiteren ganz neu und wirklich sehr lange schon auf meiner Wunschliste. Aber ich hatte einige Farben-Struggles. Ich war nämlich unsicher, ob ich vielleicht doch zur Trendfarbe Gelb tendiere. Aber dann habe ich die Gelbe live gesehen und war eher nicht so begeistert. Deshalb mein Hot Date. Die Verpackung, muss ich sagen, ist wirklich sehr interessant. Das ist nämlich eine kleine Papiertüte. Aber die man aufpassen muss. Hot Date sagt es nämlich schon, und zwar bin ich sehr, sehr ready für Dates, mit meinem Freund natürlich, aber für Ausgehen. Ich dachte, das ist die perfekte Tasche für jedes Dinner-Date. Sei es im Sommer oder im Winter, ich trage ja gerne immer nur weiß oder schwarz, deshalb, ich liebe ja Matching, deshalb mit einem roten Lippenstift dachte ich, das ist es, die perfekte Tasche. Ich sehe es schon kommen mit den Heels und der Tasche und dann dem Drink. Ja, also ich liebe sie, sie ist wirklich so schön und natürlich mit dem gesteppten typischen Bottega-Leder. Auch finde ich ein Klassiker und ich überlege tatsächlich, ob ich meine orangene kleine verkaufe, da in die kleine wirklich leider gar nichts reinpasst. Also nicht mal mein Handy oder mein Portemonnaie, sondern nur der Schlüssel. Und das ist natürlich, um ehrlich zu sein, ein bisschen unpraktisch. Und mein Freund hat schon 1 Million Eyebrows, weil er denkt, wer würde sich so viele unpraktische Taschen kaufen. Deshalb mein Argument für diese eine praktische Ausgehtasche. Und in der Dior-Tüte hinter mir befindet sich mein Look für die Dior-Show, die am Frauentag, am Montag stattfindet. Und hier ist die Einladung. Findet natürlich digital statt, aber trotzdem möchte ich es mir nicht nehmen lassen. Und die anderen auch, die so große Dior-Fans sind wie ich, ist nämlich meine absolute Lieblingsbrand, einen Dior-Look für die Dior-Show auch zum Livestream virtuell anzuziehen. Und übrigens habe ich die wunderschönste neue Kette von Dior mit Perlen und einem Herz. Oh, sie sieht so wunderschön aus und no wonder, sie passt auch perfekt zu meiner Tasche.
Eine kleine Vlog-Planänderung, und zwar das Q&A würde unfassbar doll den Rahmen sprengen. Wirklich, dann würde der Vlog 15 Minuten gehen und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte kurze Vlogs machen und wollte das Unpacking und sowas auf jeden Fall mit reinnehmen. Und deshalb zeige ich euch jetzt noch die Antwort auf die meistgestellte Frage, how to matcha. Und zwar zeige ich euch meinen kalten Matcha, also wie ich den mache. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, und den warmen Matcha. So. Let's Matcha. Wie ihr unschmeckeln könnt, dann habe ich mich dem Matcha-Motto passend angezogen. Und grün ist ja meine gefühlt neue Lieblingsfarbe, aber ich hatte auch ja letztens erst mal ein Bild gepostet. Das hier. Und bin mega obsessed seit letztem Jahr mit Matcha. Und ich weiß noch, vorher wollte ich es irgendwie nicht probieren, aber da war ich auch immer so ein Anti. Einfach aus Prinzip, weil ich nicht wollte, ich wollte dem Hype nicht verloren. Manchmal bin ich so ein Anti. Und dann habe ich es probiert und finde es mega lecker. Und deshalb zeige ich euch jetzt, wie ich meinen Iced Matcha mache. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber here you go, hier kommt das Rezept. Was ihr für den Iced Matcha braucht, ist einmal Matcha-Pulver. Ich habe mich damals in L.A. bei Alfreds damit zugedeckt, aber das ist mittlerweile auch meine letzte. Ein Matcha-Set. Ich habe das auf Amazon bestellt. Verlinke ich euch auch. Einmal eure Lieblings-Plant-Based Milk, kann natürlich auch Oatly sein. Eiswürfel. Ein großes Glas, da kommen die Eiswürfel gleich rein. Und 80, um die 80 Milliliter heißes Wasser. So. Und ich portioniere tatsächlich den Matcha auch direkt mit diesem Löffel, der bei dem Set dabei ist. Und dann könnt ihr ja gleich sehen, auch wie viel. Ich filme das einmal nach und nach, Step by Step ab. Am besten schlagt ihr das in achtförmigen Bewegungen, kreisförmigen oder als M. Das hat mir Lou alles als Tipp gegeben. Falls ihr sie nicht kennt, Some Good Spirits, Lou ist die Matcha-Königin. Und ich schlage das immer, bis es ein bisschen schaumig ist, also noch ein bisschen. Ist auch immer ein gutes Arm-Workout. Ich musste ja eh eine Alternative wegen meiner Rosacea für Kaffee finden, und ich hatte vorher immer Eiskoffee, Warmkoffee, Kaffee mit Schaum, Americano. Ich habe nur mich von Kaffeegetränken ernährt und deshalb bin ich umgestiegen. Und Matcha schmeckt so lecker. Ihr könnt natürlich einen Löffel mehr machen, dann ist es ein bisschen stärker, weniger Milch ist auch ein bisschen stärker, und das gleiche einfach warm. Matcha aufschäumen, also Matcha-Pulver mit heißem Wasser aufschäumen. Und dann Milch aufschäumen, Matcha in den Kaffee, aufgeschäumte Milch drüber. Und dann habt ihr das gleiche als Matcha Latte in warm. Und als letztes noch kam ganz oft die Frage, welche Größe ich in dem Panjaya Suit habe. Ich trage in dem Sweater Größe S und in der Hose Größe XS. Und XS ist wirklich mehr als fein. Und das bei allen. Also ich habe auch bei dem Orangenen Größe S als Sweater gehabt und auch bei dem Weißen Größe S als Sweater. Und ich liebe sie und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Don't forget to subscribe. Ich wollte das schon immer mal sagen. Bevor ich es vergesse,
Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn nicht, please don't hate. Und wenn ihr noch Ideen und Wünsche habt, lasst es mich gerne wissen. Wie gesagt, ich bin hochmotiviert. Mehr als fünf.